Man kann auch den Taschenweihrauch kaufen, ne? Ne? Nutze. Ne, ne. Nutze Info. Ach stimmt, das kann ich jetzt auch holen. Hab ich nicht schon geholt? War ich hier schon? Das ist mir neu. Habe ich den echt schon geholt? Ich habe schon vergessen, ob ich den geholt habe oder nicht. Aber anscheinend. Okay, bin ich mit Katze da angekommen? Schon vergessen. Sehr gut. Speichern. Speichern. Zack. Au. Die Glockenbume. Genau. Die Glockenbume holen wir uns. Dann hier ein bisschen aufpassen. Zack, dich, dich, dich. Und dann können wir uns teleportieren. Zum heiligen Wald. Heiligen Hain. So, einiges zu erledigen. Das Tutorial zum Dash nochmal. Diesmal kriegen wir es wenigstens geschissen. Dafür kriegen wir das nicht geschissen. Okay, perfekt. Das Tutorial zu schwer. Bitte Instruction unclear. Dann müssen wir hier für Katze sein. Hallo. Bling. Mehr HP. Gluck, 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 gluck. Der Imp. Ja, ich erinnere mich wieder, wenn ich da bin. Sie war nicht hier. Das weiß ich. Aua. Sie müsste hier gewesen sein. Ja, hier ist noch ein Secret, das weiß ich. Hier wollte ich ja sowieso hin. Hier ist nämlich ein Ort, wo man am besten als Katze hinkommt. Zack. Hier ist Elfenbeinkäfer Nummer 13. Ich glaube, die müsste hier danach kommen. Hier unten. Genau. Nein. Bin schon dran vorbei. Ne, hier drüben ist sie. Hallo. Oh, ist das ein dreckiger Pilz? Bitte gib ihn mir. Dreckiger Pilz übergeben. Danke dir, Mensch, Mädchen. Hier, nimm das, weil du so nett bist. Faulige Glockenblume halten. Und es ist so süß, wie sie sich freut. Sie ist so glücklich. Gibt's außer eine Trophäe dafür. Einfach mal so am Rande erwähnt. Es gibt eine Trophäe dafür. Jetzt müssen wir warten. Ich mag die Idle-Animation von der Katze. Es ist super. Cat Cow ist super. Bester Charakter im ganzen Spiel. Da oben war bloß der Shortcut. Genau. Nein. Wie die auch angesprintet kommt, ey. Holy moly. Aua. Latsch. Ach komm. Du lebst, Imp. Du lebst. Dieses Mal lebst du. Teleport. Verlassenes Kloster. Zu dir komme ich gleich noch. Okay. Wir sind am 57% der Karte haben wir aufgedeckt. Da drüben fehlt noch ein Ort, wo wir noch nicht waren. Heilige Scheiße. Das müssen wir ändern. Hallo. Ja, die sagen alle so, ja, keine Sorge, verlassenes Kind, dieser Ort beschützt dich, du bist hier sicher, bla 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 bla. Hallo. Komm keinen Schritt näher. Ja. Oh. Du siehst noch normal genug aus. Du bist eine Priesterin, die eine Audienz mit der Königshof sucht? So wie es momentan aussieht, wird es schwer, das Schloss zu erreichen. Wir sind gerade so ungefähr egal. Du wirst in dieser Stadt nicht leicht Hilfe finden, aber meine Meisterin kann dich vielleicht leiten. Sie lebt im Kloster dieser Stadt, umgeben von Katzen. Klingt gut. Bester Charakter schon? Es gibt nur gute Charakter in diesem Spiel. Hab ich das schon mal erwähnt? So, immer noch. Hier ist ein Wolf. Nein.
Hexen sind tückisch, by the way. Ach stimmt, hier komme ich noch gar nicht rein. True. Da komme ich noch nicht hin. Interessant, dass das nicht als aufgedeckt gezählt wird. Ach, ja, Tatsache. Oh nein. Stimmt. Never mind. Hier geht's ja runter. Warum habe ich denn eigentlich schon? Warum wird das denn nicht erkannt? Okay. Ja, keine Sorge, ist kein Secret. Ist ein Feature. Ups. Warum macht eigentlich Kao keinen Double Jump mehr noch? Dankeschön. Hexen sind immer noch heimtückisch. Seit MG Plus tue ich sie tatsächlich wertschätzen, dass sie Schaden machen. Aber nur seit MG Plus Plus. So. Ja gut, wie er auch schon gesagt hat, ne? Yay, wir müssen jetzt zur Meisterin. Oder zu seiner Meisterin. Sonst kommen wir auch gar nicht weiter. Guten Tag, Kloster. Wir brauchen nämlich einen Schlüssel. Hallo, zu dir kommen wir auch gleich noch. Den wir nur bekommen, wenn wir... Ich glaube, hier sind auch keine Elfenbeinkäfer. Die nächsten Elfenbeinkäfer sind alle in der Nähe des Schlosses. Wenn ich mich richtig erinnere. Speichern. Schon. Weiter dashen. Weil, was interessiert uns die Gegner? Hallo! Wenn das nicht ein unbekanntes Gesicht wie dieses Kloster ist. Eine Religiöse aus Loon. Ich merke schon. Du kannst mich Cotilla nennen. Wo? Oh? Du hast Paramol getroffen? Parasitamol. Okay, so unschuldig. Also... Also sorgst du dich um deine Heimat? In der Tat, die Dunkelheit, die deinen Leuten heimsucht, kommt von hier. Unsere Königin wird von einem tückischen Gier heimgesucht. Die ist die Verantwortliche für unzählige Opfer. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Vielleicht solltest du dich auf zum Schloss machen. Er erwartet nur keine Nettigkeit von denen, die dort leben. Den Weg dorthin wirst du selbst finden müssen. Hier, das wird etwas helfen. Den Klosterschlüssel halten. Sei vorsichtig. Es ist gerade einmal ein Jahr her, seit das alles begonnen hat. Dennoch ist der Großteil der Bevölkerung komplett dahingerafft worden. Wunderbar, perfekt. Kommt mir so bekannt vor. Das klingt ein bisschen hart. So. Schönes Feature, da drüben ist der Credits-Raum für... Keine Ahnung. Aua. Für Aua. Zum Beispiel die Entwickler. Falls sie einen Credit-Raum brauchen, natürlich. Aber wer braucht schon einen Entwicklerraum? Nein, nicht zaubern. Hexen nicht zaubern. So. Genau da hinten war wieder ein Herzteil. Da war auch die Hexe, die von oben her zaubert. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Was verkaufst du eigentlich nochmal? Eine Feenträne. Ja, komm, warum nicht? Die Feenträne ist okay, die bringt Angriff, ist gut. Ich kann sogar pinpointen, das ist die Hexe, die wir hier getötet haben. Von gerade eben. So, hallo Wolf, hallo zweiter Wolf, tschüss Wolfe. Zip. Speichern. So. Jetzt heißt es ins Kloster. Und ich, wenn ich gesagt habe, ich fand Frieda schon scheiße, jetzt kommt der Boss, den ich noch beschissener finde. Und ich glaube, den ich bis jetzt noch einmal No-Hit gemacht habe, weil ich es No-Hit machen musste, weil ich auf Insane gespielt habe. Fanel. So ein beschissener Gegner. Aber natürlich erkunden wir erstmal das Kloster, wie sie es gehört. Und mit erkunden meine ich, wir laufen einfach ganz schnell hier durch und besorgen nur die wichtigsten Gegenstände. Da drüben ist ein Bait. Hier nicht runterspringen, bitte. Hallo, Hexe.
Du bist nervig. Stirb bitte. Dankeschön. So, hier ist das blutbefleckte blutbefleckter Brief. Puh. Ist ein okayischer Gegenstand. Auf Insane bringt es leider nichts. Wir haben die große Glocke geschlagen. Wir sind jetzt berühmt. Nein. Große Glocke, ja. Die große Glocke hat einfach bloß Muni-Sterne. Warum hat der Wolf mir jetzt Schaden gemacht? Egal. Der blutbefleckte Brief ist... ja... relativ okay. Als Item. Es gibt bessere. Sagen wir mal so. Und mit bessere meine ich, es gibt bessere Angriffsverstärker-Items. Nicht nur den blutbefleckten Brief. Was für ein Wunder, hier ist ein Secret. Ich weiß auch, wo es ist. Es befindet sich hier drüben. Und im Secret befindet sich ein weiteres Secret. Ich frage mich nur, wo das Secret sein könnte. Hier drüben. Und hier geht's noch weiter. Hier sind noch Elfenbeinkäfer. Es ist gut, diesen Ring zu haben. Ja, macht's einiges leichter. So. Kommen wir. Ich mag es nicht. Kommen wir zu dem beschissensten Boss überhaupt. Wo ist eigentlich der Sperrleuchtfaden? Löst einen stärken Energiestoß aus. Frieda, als wertlos angesehen, wurde in die Gräber unterhalb der Stadt geworfen. Es ist unmöglich zu sagen, ob sie je eine menschliche oder eine andere Form angenommen hat. Möchte ich ihr das Perle ausrüsten? Ja. Ja, möchte ich. Ich bin nicht bereit für diesen Bosskampf. Na dann. Die Königin hat den Glauben dieses Königreichs zerstört. Diese Abtei, unsere Behausung, ist alles, was denen, die beten, geblieben ist. Maiden weiß, du bist keine von uns. Vielleicht bist du auf der Seite der Königin? Schau dir an, was sie diesem Königreich angetan hat. Es ist meine Pflicht, dieses Böse auszurotten. Es ist meine Pflicht, dich leider zu töten. Oh. Das meinte ich mit... Es ist so selten, dass ich sie No-Hit gemacht habe. Weil ihr Bossfight ist so übertrieben schwer. Zumindest jetzt nicht mehr, wenn man sehr früh hingeht. Warum? Meine Götter. Ja, deine Götter sind nicht mehr da. Du hast ein Waffenfragment gefunden. Seine Essenz verleiht dir einen neuen Bogen auf... eine neue Bogenaufladstufe. Yay. Okay. Regnet das draußen? Oh Gott, regnet das draußen. Okay. Damit haben wir das Kloster abgeschlossen. Hooray. Oh. Nein, nein. Ich habe den nicht übersehen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir teleportieren uns zum verlassenen Kloster. Und wir können mit ihr reden. Hallo. Unter der heiligen Schutzes unseres Gottes, lasset uns beten für die Seelen der Verstorbenen und für die, die der Vergangenheit verschlungen wurden. Bitte, mein Gott, hab Gnade für die Seelen meiner armen Schwester, damit sie im Frieden ruhen kann. Dieses Tuch, das ihr besitzt, das gehört meiner kleinen Schwester. Würdet ihr das mir geben? Klar, hier bitte. Weiches Tuch übergeben. Vielen Dank für dieses freundliche Geste. Kein Problem. Okay. Das Item hätte ich gerne. Weswegen ich jetzt den Kampf mehrmals neu starten werde, wahrscheinlich. Gleich. Es ist ein Secret Boss Fight. Aber naja, fangen wir an. Hallo. Wie meine verstorbene Schwester seid ihr eine Gefahr für die Krone.
Nein. Ich kann nicht untätig herumstehen, wenn ihr tut, was auch immer ihr wollt. Betet, dass eure Seele im Frieden ruhen wird. Ich bete, dass du mir nicht zu viel Schaden verursachst. Weil du bist ein sehr nerviger Bossfight. Kannst du bitte weggehen von mir? Seit wann kommst du so nah? Okay, das ist neu. Das hat sie vorher noch nie gemacht. What the fuck? Fängt gut an. Guter Bossfight. Warum ist sie so nah gekommen? Das hat sie vorher noch nie gemacht. Ich liebe es, wenn Bosse Dinge tun, die sie vorher noch nie gemacht haben. Ich kann beide auch nicht in ihr Feld reinlaufen, weil es ist halt es ist ein verfluchtes Feld. Genau, das bin ich eher gewohnt. Da stand ich zu nah. Bruh. Das Ding ist, es ist ein Secret Boss Fight, wofür man das weiche Taschentuch opfert. Okay, wir machen es ein bisschen anders. Ja, bla 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 bla. Warum kommst du so nah auf einmal? Das hast du wirklich vorher noch nie gemacht. Genau das hast du gemacht. Okay, Phase 2. Weil. Das hätte ich nicht tun dürfen. Nein! Weil eine Phase reicht da nicht. Ihre zweite Phase ist beide sehr scheiße. Und weil es natürlich ein unfairer Boss ist, sie hat natürlich drei Phasen. Was auch sonst. Hallo. Ja, bla bla, deine verstorbene Schwester und so, bla 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 bla. Ja, möge sie im Frieden ruhen. Bockwurst. Nice. Sie müsste sich gleich teleportieren, genau. Einmal rufen. Okay. Ich hasse ihre Phase. Ich hasse sie. Blutsch. Aber sie lässt ein gutes Item fallen. Blutbeflecktes Taschentuch erhalten. Damit haben wir die zwei stärksten Item im ganzen Spiel. Ihr kriegt das blutbefleckte Taschentuch, by the way, nur wenn ihr sie No-Hit macht. Das heißt, solltet ihr Schaden kriegen und sie besiegen, habt ihr das weiche Taschentuch verschwendet. Es ist nichts weiter. Da hinten ist auch nichts. Okay. Sie ist sehr anstrengend. So, da können wir sie hier hin teleportieren. Puh. Gut. Okay. Man fühlt sich gut, wenn man sie No-Hit schafft. Es ist sehr schön. So, da können wir jetzt hier rein. Wie oft haben wir resettet? Dreimal. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich irgendwie 10 Mal oder so resettet. Das war verlassen. Meine Güte. Holy shit. Ist das Schneeregen? Ja, Wetter. Yay. Okay, wir werden Folgendes machen. Ich rüste den Ring von Kando wieder aus. Er ist hier wichtig. Hui. Okay, uns fehlen noch 5 Elfenbeinkäfer. Hallo. Huch, wer bist du? Und wie bist du hierher gekommen? Magie. Hau ab. Außenseiter. Jetzt. Du bist mir nicht geheuer. Keine Sorge, ich bin hier, um euren Tag zu retten. Nix weiter dabei. Mach ich gerne. Ist mein Hobby. HP-Fragmente halten. Und natürlich mit mehr HP. Slap, slap, slap. Du gehst bitte weg. Okay. Dieses Schloss hat einiges zu bieten.